Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, 351. Folge, Let's Show Play Minecraft, ja. Wir sind wieder in Roma Roma, die Folge mit dem Map-Upload, Map-Download habe ich heute Morgen hochgeladen, jetzt haben wir Samstagabend, ja. Gab Probleme mit dem Download, aber ich habe den Link in der Beschreibung aktualisiert, ja, das sollte jetzt also klappen. Wenn ihr das Spiel startet, dann seid ihr in Roma Roma. Ja? Das vielleicht als Orientierung für euch und dann anhand der Karte, die dabei ist, könnt ihr euch ja auch orientieren, erstmal einen Überblick verschaffen, wo ihr hin wollt und so weiter. Ja? Links oben auf der Karte ist Norden, ja? Und rechts oben auf der Karte ist Osten. Da habt ihr schon mal die Himmelsrichtungen. Dann so solltet ihr euch orientieren können. Eine Sache noch, der Kompass, der führt euch immer zu Robinsons Strandvilla, weil da bin ich gespawnt, da bin ich in die Welt reingekommen, ja, vor über 2 Jahren. Ja. Okay, in Roma Roma hat es ja auch schon was Neues gegeben, ich war wieder fleißig, ihr seht da hinten, ja, das ist neu und ja, da schauen wir uns gleich mal ein bisschen an. No. Hier hat sich soweit nichts verändert. Zack, huschen wir mal hier rüber. Hier muss man wirklich rüber rennen. Reicht aber soweit. Für mich ist das vollkommen in Ordnung. Den Hühnerstall habe ich kräftig bevölkert, weil ja jetzt die Eierproduktion sinnvoll ist, weil man ja jetzt Kürbiskuchen machen kann. No. Und damit das klappt, habe ich das Getreidefeld, was hier oben war, umgestellt auf die Produktion von Kürbissen. Und ich habe jetzt hier auch noch Zuckerrohr unterwegs mal eingesammelt. Das werden wir noch irgendwo hier in die Landschaft klatschen. Ja, dass wir das abernten können. Dann haben wir Eier, Kürbisse und Zuckerrohr. Schwupp, hier können wir bequem runterhüpfen. Aber hier wird es... Doch, hier können wir eine ganze Reihe Zuckerrohr pflanzen. Das geht. Zack, zack. Na, zack. Zack. So. So. Erstmal, bis wir hier so eine richtige Plantage hochziehen, soll das reichen. So, so. So. Und den letzten setzen wir da noch hin. Den lassen wir hier mal doppelt stehen. Das macht soweit nichts. So. Ja, die Hühnerproduktion oder beziehungsweise die Eierproduktion hier in Roma Roma habe ich angekurbelt. So, hier war wieder mal ein Enderman am Werk. So, den setzen wir mal dahin. Und hoppala. Da oben müssen wir auch nochmal aufräumen. So. Zack, zack, zack. Klappe zu, Affe tot. Ja, eine neue Hütte gibt es hier, nee, beziehungsweise eine neue Häuserzeile gibt es hier in Roma Roma. Ja, ich habe jetzt hier am Brunnen diese Häuserzeile, die gab es ja schon hier auf der linken Seite. Ne, da oben ist das Enchanterhaus und das die Alchemistenhütte. Und ja, genau wie drüben habe ich jetzt hier auch noch ein paar Hütten gebastelt. No, hier so ein bisschen zack in den Berg rein. Mit Sitzecke. Bett natürlich überall dabei. Na, holle. So, und hier war es ein bisschen schwierig, weil ja der Weg hier so eins versetzt runterkommt. Hier geht es ja zum oben auf die Burgmauer und also der andere Weg hier, der führt dann zum Tor raus. Ne? Und deswegen habe ich hier, das war immer so für mich so eine Problemstelle, jetzt die Ecke hier, wie man hier runterkommt, beziehungsweise wie man das hier halbwegs sauber ausbaut. Und da habe ich eben, ja, gerade heute Vormittag dran gebastelt und folgende Lösung gefunden. Ne? Hier unten also nochmal eine schöne Bude reingebaut, ne, ein bisschen ausgestattet, hier Wolle an der Decke, so ein bisschen
das alles ausgestaltet. Truhe ist dabei. Unten, hopp, hier ist noch die Zombie-Sicherung drin. So. Ja. Wie ich das hier mache, das muss ich mir noch einfallen lassen, was. Denn das hängt damit zusammen, was ich dann hier für die, ja, ich nenne es mal Grotte, nachher für eine Lösung finde. Hier ist also quasi auch noch so als Baugerüst die Erde hier für den Teil hier oben. Ja. So. Denn da oben ist ja ein Berg und da plumpsen ja dann die Monster runter. Ne? Und da musste ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Einmal habe ich hier einfach, zack, deswegen liegt da nämlich auf dem Balkon auch der Redstone rum, damit der Schalter hier wirklich einfach nur den Pisten hochfährt, damit die Zombies hier nicht an die Holztür klopfen können. Ne? Und hier habe ich eben, zack, dass ich das von außen machen kann, beziehungsweise wenn ich denn mal hier übernachte, ne, dann kann ich den Schalter da auch vom Balkon aus bedienen. Damit ist die Tür gesichert. Ne, und diese Holztür kann ich einfach von innen mit dem Pisten sichern. Sodass mir also hier die Zombies nicht die Türen eintreten können. Ne, das einfach mal noch so gemacht. Hier ist es jetzt natürlich schwierig, den Schalter wieder zuzumachen. Ja, geht aber. Ne? Ein bisschen Morgengymnastik tut immer gut. Ja, die Festung hier oben, die Stadtmauer, die Ecke hier rumzuziehen und wie ich das dann eben, ne? Von wo aus kann man es gut sehen? Mein Gott, was verspreche ich denn hier für ein Deutsch gerade? Also von wo aus kann man das gut sehen? Von hier aus kann man das gut sehen. den Berg, ne, da oben spawnen natürlich nachts Monster und die hüpfen dann auch mal gerne hier runter. Ja. Und damit die mir eben hier nicht im Dorf einschlagen, habe ich hier mir die Mauer so rübergezogen und dementsprechend dann hier auch diese Ecke der Befestigung gestaltet. ja, also hier quasi so ein Turm hingebaut, von dem man also hier innen rauf kann und dann hat man also von hier nochmal schönen Blick. Na, und hier, zack, da haben wir einen Lavagraben. Na, die Monster, die also nachts von da oben runterplumpsen, die werden hier gleich gegrillt. Ganz einfach habe ich mir das da gemacht. Na, und damit man halt auch von der Lava was sieht, habe ich hier so in Abständen die Glasblöcke reingesetzt. Ja. Da habe ich also jetzt endlich eine Lösung gefunden, wie ich also hier das Dorf quasi befestigen kann, absichern kann, ja, dass das einigermaßen Sinn macht und aussieht. Nicht, dass ich also jetzt hier die Stadtmauer den ganzen Berg da hochziehen muss oder den Berg abtragen muss oder sowas. Der ist ja doch ein weithin sichtbares Erkennungszeichen von Rom Aroma und deswegen muss der da auch stehen bleiben. Und auf der anderen Seite, da ist es jetzt natürlich noch offen. Na, hier haben wir das Dach der Enchanter-Hütte. Na, habe ich ja die Decke mit Pilzblöcken gemacht. Da sieht man hier noch, da kommt also hier jetzt noch irgendwas drauf. Wahrscheinlich einfach nochmal so Stadtmauer. Beziehungsweise hier nochmal eine Etage mit einem Haus oder Hütte. Oder Wohnung drin oder sowas. Na, und hier oben dann eben hier wieder ein Turm, der hoch geht und dann eben die Mauer hier lang runter und da unten haben wir ja schon den Übergang. Ja, also bis hierhin muss die Stadtmauer dann gehen, die wird dann also wahrscheinlich so ein bisschen schräg hier verlaufen. Eine diagonale Stadtmauer habe ich auch noch nie gebaut. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ja, ja, das soweit hier Roma. Den Markt hatte ich, glaube ich, auch schon vorgestellt. Den nutze ich natürlich hier inzwischen einfach auch kräftig als Lagerstätte. Na, hoppla die hopp, hier mal zwischendurch. Die Minecart-Strecke, die werden wir ja auch noch kennenlernen, die führt dann runter zum Portal. Na, und hier habe ich also wieder so diesmal in 5 Doppelkisten mich ein bisschen organisiert. Na, hier haben wir also eine mit Baumaterialien. Zack, was so, hier ist natürlich viel Erde angefallen. Bei den ganzen Bauarbeiten hier, hier so den ganzen Holzkrempel,
und bearbeitete Sachen. Hier haben wir Naturalien mit Fressalien, die ja eigentlich auch hier drin dann nochmal liegen in der Farm. Ist ja eine Kiste. Hallo, Mädels. Ja, dann haben wir hier ja, Erze, Bodenschätze und so weiter. Redstone, den ganzen Krempel, Waffen, Monsterbeute, soweit. Und hier noch so exotischere Baumaterialien, sprich die Sachen aus dem Nether, Sand, Sandstein, Glas, Lehm und so weiter. Was hier halt so übrig geblieben ist. So, dann werden wir das eine Mauerstückchen hier nochmal in die Truhe packen. Zack. Wer weiß, wann wir es noch mal brauchen. Die beiden Grasblöcke nehmen wir uns hier mit raus. Stein packen wir wieder rein in die Truhe. Genauso wie die Steintreppen. Cobblestone nehmen wir auch mal ein bisschen mit. Mal das Glas und das Fichtenholz. Und zack, Holz hier rein. Und also hier mal die Glasscheiben. Wieso habe ich hier die Glasscheiben? Habe ich die mal zwischendurch da reingepackt? Aber die Zäune können auf jeden Fall hier rein. Seht ihr, so ist das halt, wenn man versucht, ein bisschen Ordnung zu halten. Vielleicht mache ich das mal, dass ich so mir ein Ordnungsschema ausdenke. Je nachdem, wie viele Doppelkisten man an einem Standort hat, dass man da dann verschiedene Sortierschemen hat. Mal sehen, was ich mir da einfallen lasse. Werde ich euch auf jeden Fall dann auch zeigen. Ja, und an anderer Stelle war ich auch noch fleißig, nämlich im Nether. Da hat sich was getan. Und das werden wir uns jetzt anschauen und dafür fahren wir einfach mit dem Minecart runter zum Portal. Nicht wundern, ich habe hier oben auch immer ein Boot zu liegen. Ja, wenn ich mich von hier aus auf den Weg mache, ist einfach die praktischste Stelle im Bahnhof für ein Boot, weil anderswo suche ich nicht danach. Ne? Hier warte ich, okay, Verkehrsmittel, zack, Boot, gehört dazu, fertig. So, auf geht's, runter. Das haben wir hier in den letzten Folgen gesehen, schwuppdiwupp, zackidizack. So. Da war der auch dabei, wie die Strecke gebaut wurde, zack. So, dann können wir den hier unten gleich stehen lassen und dann hinein in den Nether. Ne? Und wir eben zum Start gleich nach Neptuns Dunkville. Ne? Der braucht hier nur in den Nether gehen und da hinten zack, 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 zack. Ne? Da sieht er schon, das ist das Portal, was nach Neptuns Dunk führt. Zack, das nehmen wir hier mal mit, das nehmen wir auch mal mit. Ne? Und hier bessern wir mal ein bisschen aus. Da hat ein Gast wieder da ein bisschen rumgeballert. So. Und dann gehen wir mal den alten Übergang. Also nicht den ganz alten Übergang, der ist ja da oben, sondern den alten Übergang. Ne? Und der neue Übergang, der ist da drüben. Der mit den Eisengittern. Hier über die Lava. Denn ich habe ja hier eine Nether-Festung. Auf der linken Seite vielleicht ganz schemenhaft zu erkennen, kommt sie jetzt hervor. Und da seht ihr auch schon. Na, die Pigmen sind friedlich. Sehr schön. Ich habe sie nicht verärgert. Dass da einiges an Cobblestone so dazugekommen ist. Ich habe hier oben nämlich immer recht gut Jagd machen können auf ja, alles Mögliche, was halt im Nether so rumläuft. Unter anderem tauchen ja in den Festungen auch die Wither-Skelette auf. Ja, und normale Skelette toben hier rum und die Feuerspucker hier. Ja, so, das war ein Schuss. Haha. Und holla, wer funkt denn noch dazwischen? ja, und das ist halt so, wenn die hier auf den Mauern lang laufen, dann plumpsen die natürlich relativ häufig runter, wenn ich sie abschieße, und dann ist natürlich ihre Beute auch verloren. Und damit das nicht mehr passiert, habe ich hier halt diese Ebenen aus Cobblestone reingezogen, reingezimmert und dann die Überstände hier der Mauern abgetragen, dass ich also hier schöne durchgehende, relativ durchgehende Flächen habe, auf denen ich halt gut Jagd auf die Monster machen kann. Und da spawnen die auch schön. Ja, und
Zack. Zack. Und dann. Ja. Habe ich also hier ein relativ großes Gebiet, was ich immer so abcammen kann und hier auf Beute gehen kann und eben auch leveln kann. Recht schön. No. Zack, und der Bogen ist wirklich gut. Ja. Der ist nur leider verdammt teuer zu reparieren. Ja, aber was soll's, solange wir ihn haben, alles wunderbar. Ja. So, hab gegessen. Zack. Ja, und es ist halt früher viel hier dann runter in die Lava geplumpst und das passiert eben jetzt nicht mehr, deswegen habe ich hier diese Zwischendecke eingezogen. Da ist jetzt noch hier vorne noch so einiges zu machen. Da werden hier noch ein paar Stacks Cobblestone verballert, aber dann reicht das hier auch als Jagdrevier. Ne? Und 3 Wither-Schädel hatte ich ja schon und inzwischen habe ich, glaube ich, 5 oder 6, weil ich hier zwischendurch fleißig auf der Jagd war. Stimmt, es kam ja in der letzten Folge, also zur 350, auch die Frage, was ich so durchschnittlich an Monstern töte. Und wir können jetzt einfach mal einen Blick in die Statistiken werfen. Ich bin Anfang Februar auf die 147 gewechselt und da werden ja die Statistiken zurückgesetzt. Ja. Und jetzt sind wir also hier, 44 Mal habe ich inzwischen das Spiel gestartet. No. Mehr Spiele habe ich auch eigentlich egal. No. Aber 3 Tage Spielzeit. No. Ach, 3x24. Lass mich raten, 60, 72 Stunden gespielt, gelaufene Strecke 280 Kilometer knapp, geschwommen 4 Kilometer, gefallen 2 Kilometer, geklettert 4,5 Kilometer, geflogen. Wo bin ich denn geflogen? Noch eigentlich gar nicht im Kreativmodus oder so unterwegs. Oder ich war vielleicht mal zwischendurch im Kreativmodus unterwegs, das kann sein. Ja, getaucht. 1 Kilometer getaucht, Halleluja. Aber hier im Minecart gefahren, 41 Kilometer. Im Boot gefahren, 21 Kilometer. Hm? Das sind so mal Sachen. Und dann haben wir hier, ne, zugefügter Schaden 98.552, erlittener Schaden 20.000, Tode 0, Halleluja, ja, und hier haben wir es, getötete Kreaturen 3.130, in den Kommentaren zur Folge 350 habe ich einfach den Stand vor ein paar Stunden geschrieben, ja. Ja, da seht ihr mal. Ne? Also ich spiele halt, wie gesagt, meistens doch mit Monstern an und gehe eben halt auch wirklich mal ab und zu einfach mal so zur Abwechslung auf die Jagd. Ja. Weil man muss ja die Experience sich holen, um hier die Gegenstände zu reparieren bzw. zu enchanten und so eine Sachen. Und ja, da ist einfach mal auch immer mal wieder so eine richtig schöne Jagdsession angesagt. Ne? Genauso wie ich halt auch nebenher farme und so weiter und immer da dann auch mein Zeug zusammenkriege. Ne? Da habe ich immer auch so behelfsmäßig hier einfach so einen Weg gebaut, weil ich doch relativ häufig hier von meiner Jagdebene, von meinen Jagdgründen zum Portal nach New Venengo unterwegs bin, damit ich hier einfach schnell hochkomme. Zack, habe ich mir da diesen Trampelpfad gelegt. Soweit, so gut. Das ist also das, was sich hier in letzter Zeit getan hat. Frage ist, was machen wir heute? Wo habe ich Lust vorbeizuschauen? Ich habe auch wieder einen schönen Videotipp für euch. Auch eine interessante Sache. Wo waren wir schon lange nicht mehr? Da hinten ist Pumpkin Manor, New Venengo. Hat sich nichts getan. Nee, ich habe Lust, mit euch an eine Stelle zu gehen, wo wir schon lange nicht mehr waren. Da werde ich aber Sandstein brauchen. Das heißt, wir schauen noch mal kurz in Eudong vorbei. Da ist, glaube ich, noch Sandstein im Lager. Und nehmen gegebenenfalls auch noch was aus Neptuns Dank mit. Jungs, ihr habt hier nichts zu suchen. So.
zack, zack, zack. Kurz und schmerzhaft. Jedenfalls für die. So, Beute packen wir mal hier rein. Nehmen wir irgendwann mal später mit. Ja, ich habe auch überall in meinen Netherstationen hier Trank der Feuerresistenz immer dabei. Ja. Die Pick-Zombies, die Schweinepriester. So. Na Jungs, ihr seid ruhig. Sehr schön, so gehört sich das. Zack, 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 zack. Ja, Zulan X hat sich schon eine Stelle ausgesucht, wo er was in der Welt bauen will. Hat die Koordinaten zur letzten Folge in die Kommentare geschrieben. Ich habe die Stelle überprüft. Wunderbar. Schöne Ecke. Da kannst du also loslegen. Habe ich dir ja auch schon geschrieben. Ja, wenn ihr vorhabt, was in der Welt zu bauen, ich habe es ja beim letzten Mal erklärt, eine offizielle Mitbauaktion haben wir diesmal nicht, obwohl natürlich die Plätze in Sweetwater, die sind immer noch frei, da habt ihr dann auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich da dann euer Bauwerk auch übernehme. So, und wir hüpfen hier einfach mal schnell nach Neptuns Dank rein. Ja, Muff. Oh, der sitzt ganz brav immer noch hier unten. Finde ich schön. So, schwubbidiwupp. Oh Gottes Willen, ja, jetzt ist dieser Kram, der sammelt sich halt so an, ne? Einfach. Oh, waren wir halt auch immer fleißig auf der Jagd. Hier haben wir noch einen Wizard-Schädel, die anderen habe ich in New Venango. So, den Kammel brauchen wir nicht. Goldschwerter auch jede Menge. Und Steinschwerter von den Wither-Skeletten, ne? So, die sammeln sich halt auch an. So, dann zack, 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 zack. Baumaterialien haben wir ziemlich weit am anderen Ende. Ja. Ja, eine Sache wäre natürlich jetzt die Strecke von hier Richtung Abu Simbel weiter zu entwickeln. Hier die Minecart-Strecke vielleicht einen Tunnel zu bauen bis zum einarmigen Koch. Ihr könnt es ja auf der Karte alles nachgucken. Na, das wäre also hier von Neptuns Dank aus nach Westen. Sandglas, da haben wir es. Uppala. Okay, nehmen wir mal ein bisschen Sand mit. Obwohl wir da eigentlich. Ich wollte ja eigentlich nach Oidong, ne? Genau. Meine Fresse, bin ich durcheinander. Ja, also ein Projekt ist auf jeden Fall noch natürlich hier die Kogge zu bauen. Was ist denn da passiert? Toll, hier läuft das Wasser nicht rein. Ist doch schön. Zack, machen wir mal zu. Schwubbidiwupp. So. Und dann nochmal in den Nether. Ja, ich habe natürlich jede Menge Sandstein verbaut am Schlund. Aber in Oidong sollte noch was liegen. Beziehungsweise wir können dann auch nochmal im Schlund schnell vorbeigucken und uns da Material holen. So. So, diesmal nehme ich hier den neuen Weg. Ja, ist ja okay, Jungs. Ne? Zack, 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 zack. Hier auch nochmal ein neues Schild. Ne? Pilz, Pilzhaus als Abkürzung, weil da auf das Schild musste eine Menge rauf. Ne? Die Zombie-Pigment-Zombies stehen da oben in der Luft. Zombie-Pigment stehen da oben in der Luft. Frag mich, wie die das machen. Aha. Na, hat Minecraft da doch wieder Probleme mit dem Anzeigen von Chunks? Wäre schade. Aber stören wir uns erstmal nicht dran. Ja, das Video, von dem ich euch erzählen wollte. Ihr kennt ja diese Minecraft-Story-Videos, Minecraft-Animationen, die ja meistens von englischsprachigen oder amerikanischen
Teams gemacht werden. Es sind ja noch da immer mehrere Leute, die da zusammenarbeiten und dann zum Beispiel auf dem Server drehen. Die Videos, die ich euch heute, du hast in dieser Welt nichts verloren, mein Freund, außer dein Leben. Die Geschichte, die ich euch heute vorstellen möchte, einige werden sie sicherlich schon kennen, Minecraft, der Schatten des Storm, eine Geschichte in zwei Videos, sagen wir es mal so rum, von Mr. Gangcraft. Und das Interessante daran ist, er hat das alles ganz alleine gemacht, bis auf halt die Synchronstimmen. Da hat er sich prominente Hilfe ins Boot geholt, da ist zum Beispiel die Roller dabei von Rock'n'Rollers oder Rollers Game Zone. No. Weibliche Let's Playerin auch recht erfolgreich mit ihrem Kanal. So, was haben wir hier? Schauen wir mal. Ach, einen Helm könnte ich ja gebrauchen. Oh, mit dem kann man sogar gut Wasser in der Wüste. Aber nehmen wir mal mit. Ja. Oh, mein Diamantschwert hier ist kurz vor Ende. No, da werde ich dann das hier nehmen müssen. Schärfe 3, Rückstoß 2. Mal sehen, wenn wir damit zurechtkommen. Aber erstmal wollen wir hier noch schauen nach Cobblestone. Nein, Sandstein, Cleanstone. Wolle Farben? Nee. Und Stack hellgraue Wolle können wir mal so mitnehmen. Spaßeshalber 2 Kürbisse. Hm, klar. Um Kürbislaternen zu basteln. Aber sonst. Ach, hier kommen ein paar Metallgitter. Ein bisschen Glas. Nehmen wir mal noch mit. Mal, ist hier kein Holzzeug. Ein Stack Birkenholz. Stack Eichenholz nehmen wir mal mit. Ein Stack Zäune. Kann man mal sehen, was wir so alles noch brauchen werden. Eigentlich will ich ja Sandstein mitnehmen. Brote, sowas brauchen wir nicht. Die Kürbiskerne, Melonen haben wir schon, da wo ich hin will. Kakaobohnen wäre noch eine Sache. Die sollten wir mitnehmen, aber dann schwupp, zack. Schauen wir nochmal im Schlund nach, ob da noch Sandstein ist. Denn, zack, ich möchte an ein ziemlich abgelegenes Ende der Welt. Haben wir hier noch welche? Hier haben wir noch Sand, okay. Ach, Ziegelsteine mitzunehmen wäre auch noch eine Sache. Nehmen wir mal ein Stack mit, bemoosten Pflasterstein nehmen wir auch noch mit. Gravel werden wir mit Sicherheit vor Ort finden. Hörzen und so weiter, lassen wir mal, das holen wir eventuell alles später. So, haben wir hier noch. Hier haben wir keinen Sandstein. Was, dann machen wir uns einfach erstmal welchen. So. Zack. Und dann schauen wir nochmal schnell im Schlund vorbei, ob da noch Sandstein in den Kisten drin liegt. Ja, der Schatten des Storm, ein Minecraft-Movie von, wie gesagt, Mr. Gamecraft auf seinem Kanal. Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Zweiteiliges Story-Video. Und das Interessante daran ist eben, es ist alles in Minecraft gemacht und gedreht und aufgenommen. Nicht irgendwie mit einer Animationssoftware wie Blender oder 3ds Max oder sowas gemacht und einfach nur von der Optik her wie in Minecraft, sondern richtig in Minecraft alles aufgenommen. Und er hat das, wie gesagt, alleine gemacht, obwohl da mehrere Figuren im Bild unterwegs sind. Und die Story natürlich auch von mehreren Figuren handelt. Ganz interessante Sache und halt eben auch mal die Ausnahme, dass so ein Minecraft-Story-Video aus deutschsprachiger. Hey, hier haben wir es ja noch. Wunderbar. Hier nehmen wir glatten Sandstein. Den nehmen wir mit. Glatten Sandstein, solchen Sandstein. Gemeißelten Sandstein haben wir, glaube ich, immer ein Stack. Genau, hier in der Endertruhe drin. Oh, komm, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Kommen hier noch
Sandstein und den Sand werden wir hier auch noch mal schnell ein bisschen ummodeln. Und da hört man schon die Monster runterplumpsen. So. Sandstein, glatter Sandstein. So, und die 21, die können wir mal hier lassen. Das wäre dann zu viel. So. Hier hat ein Enderman eine Melone geklaut. Finde ich gar nicht gut. Ja, Gott sei Dank. Deswegen habe ich auch immer welche vor. Rede ich hier. Zack. Ja. Und dann... So. Ja, und da... Zack. Dafür habe ich halt die Pistons hier dran. Zack. Södala. Sind wir auch schon wieder so weit. Kohle nehme ich mal noch ein bisschen mit. Oh, was haben wir denn hier alles mitgenommen, ey? Glowstone. Müsste eigentlich... Jawohl, da füllen wir mal unseren Bestand hier in der Endertruhe auf. Und dann haben wir es aber erstmal soweit. Was wir dann noch brauchen, müssen wir uns halt unterwegs holen. Zack, 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 zack. Klapper die Klapper. No. So, das Licht im Schacht ist an. Geht aus. Das heißt, wenn ich jetzt oben auf die Kontakte trete, geht das nochmal an. Aber das können wir dann oben nochmal ausschalten. Das ist ja alles nicht die Affäre. Zack. Ja, weil, das T-Flip-Flop, mit dem das hier die Beleuchtung im Schacht gesteuert wird, das ist übrigens hier drunter unter dem Gravel versteckt. Da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn er hier nachbuddelt. So, und ich mache jetzt hier einfach mal das Licht im Schacht aus. Genau, jetzt ist Schicht im Schacht. Was brennt da unten noch? Was ist denn da noch an? Da ist doch eigentlich nichts mehr an. Egal. Okay, bevor mich hier wieder ein Creeper umarmt, mache ich mich im Eilschritt wieder auf zur Minecart-Station am Berberdorf. Dann geht es weiter nach Oidong und da in den Nether. Ja, wie gesagt, das Projekt Der Schatten des Storn, schön umgesetzte Geschichte, schön erzählte Geschichte auch. Gerade auch durch die Synchronsprecher. Wirklich gute Stimmen dabei. Moment, ich muss hier erstmal ein paar Jungs vom Randalieren abhalten. Ja. Und Eggshot. Haha, einer reicht. Da hat sie ihn in die Knie gezwungen. Ja. So, ist jetzt hier Ruhe. Benehmt ihr euch? Okay. Ja, schön erzählte Geschichte und wie gesagt auch mit den Dialogen, mit der Synchronisation ist richtig gut gelungen. Die Roller zum Beispiel ist auch eine Let's Playerin, die ich abonniert habe. Die macht da unter anderem so die Erzählerin. Richtig schön umgesetztes Projekt, schöne Story wie gesagt. Und natürlich den Link in den Kommentaren. Das Interessante ist eben, wie gesagt, dass Mr. Gamecraft das eben das ganze Video machen, die Aufnahmen, das alles alleine gemacht hat. Nicht mit anderen zusammen auf dem Server. So dass einer halt den Kameramann macht, ne, und abfilmt und die anderen agieren dann nach den Anweisungen. Ja. So wie man es halt quasi auch im realen Leben machen würde, nur dass halt jeder da seinen Minecraft-Avatar entsprechend steuert. Und einer nimmt das Ganze halt auf, sondern der hat das wirklich alles alleine gemacht und hat auch beschrieben, wie er das gemacht hat. Und das sind sehr interessante Sachen, die er da benutzt hat. Das sind einfach ein paar Mods. Wir wollen da lang. Wir wollen erstmal wieder zurück Richtung... Neptuns Dank. Jedenfalls zum Nether-Stützpunkt von Neptuns Dank. Denn ich will heute mit euch nach Abersimpel und da ein bisschen mich umschauen und bauen, wie es weitergeht. Wie gesagt, aber das Projekt Der Schatten des Storn, Mr. Gamecraft, richtig gut umgesetzt. Die Sache und wie gesagt, vor allen Dingen hat es eben alleine durchgezogen. Und ja, die Technik, mit der er das gemacht hat, die Mods, die er da eingesetzt hat, das hat er alles beschrieben. Und das ist auf jeden Fall verdammt interessant.
wenn man mal sowas vielleicht selber umsetzen will, ne? Oder halt selber so eine Geschichte im Kopf hat, aber auch einfach, wie er die Mods eingesetzt hat, was das für Mods sind. Ja. Na Jungs, alles in Ordnung hier? Ja, ihr habt ja hier alles stehen lassen, Gott sei Dank. Und das heißt, ich kann hier dann einfach schon mal Fenster rein. Ach so, nee, die sind ja schon... Ach, das ist ja mit Stairs gemacht. Genau, mit Steps. Das heißt, da kann sowieso keiner reinschießen. Das ist ganz gut. So, dann machen wir uns hier mal auf den langen Weg durch den Nether nach Aber Simpel. Den Gas da, den... Na? Alter, du fliegst zu hoch. Komm runter hier. Ja, sage ich doch. Ne? So gehört sich das. Und jawohl, da ist seine Träne. Die hat er fallen lassen. Sehr schön. Habe ich Platz, um die aufzunehmen? Nö. Zack. Knochen weg. So, wo habe ich den Krempel jetzt hingefeuert? Hoffentlich nicht in die Lava. Sieht aber so aus, ne? War ich ein bisschen zügig unterwegs. Schicksal, sehr geil. Ja. Nee, also auf jeden Fall empfehlenswert, das Video. Und nicht nur eben das Video selber, sondern auch das Making-of dazu. Das hat er richtig gut gemacht. In mehreren Parts erklärt er halt, wie gesagt, was er da für Mods und so weiter eingesetzt hat, wie er das Ganze gemacht hat. Richtig interessant. Und ich finde es eben klasse, dass sowas auch mal eben ja aus deutschen Landen kommt und in deutscher Sprache umgesetzt wurde, so ein Projekt. Ja, deswegen auch Holla die Waldfee, gleich hier Aktion Mutante. Jo, Spinni, du freust dich, wa? Ja, nicht lange. Und auch du nicht mehr lange. So. Ja, hier möchte ich ein bisschen weitermachen in Aber Simpel. Da möchte ich nämlich das Portal in eine Sphinx einbauen. Also zwischen die Vorderpfoten einer Sphinx reinsetzen aus Sandstein. Deswegen habe ich mir den ganzen Sandstein hier mitgenommen. Erstmal werden wir aber so ein bisschen im Dorf nach den Rechten schauen und nach dem Linken. Ja. Ist hier soweit alles friedlich. Sieht soweit gut aus. Da ist eine Tür auf. Ah, da ist auch gerade ein Bewohner reingegangen. Sehr schön. Jawohl. Die braven Bürger alle zu Hause. Oh, die Hühner. Und hier auf den Straßen alles ruhig. So mag ich das. Die Felder, alles in Ordnung. Und das Gesindel bleibt draußen vor der Stadt. Ich sagte... Au, oh, der Creeper da oben auf dem Dach von der Schmiede. Zack. So, dass die auf dem Gravel so teilweise einsacken. Und wer pocht hier an Türen? An die er nicht gehört? Willst du rein oder willst du raus? Ah, da ist er. Lass das. Lass meine Bürger hier in Ruhe. Ja? Mir reicht das schon, dass die alle im blödes Kap verschwunden sind. Ja. Ach, siehst du, Mensch, eine Kakaofarm habe ich hier ja sogar. Möhren und Kartoffeln hätte ich mitbringen sollen. Die gibt's hier nämlich noch nicht. Naja. Ich suche mir erstmal eine Hütte mit Bett. Entschuldigung, will nicht stören, bin gleich wieder weg. Ja, danke. Hallo? Nee, hier ist auch kein Bett. Aber in der Nacht ist ja eh gleich vorbei. So. Ach komm, guck mal, hier haben wir noch schön Sandstein und Kürbiskerne, Kakaobohnen brauchen wir hier alles gar nicht. Mobkrempel, Pipapo. Mensch, hier haben wir doch richtig fast alles. Ist doch schnucklig.
Ah, sogar gegebenenfalls kann ich hier meinen Bogen reparieren. Denn mit einem Stärke 1 Bogen geht das vielleicht sogar noch von den Kosten hier. Weil nur langsam, der ist natürlich toll, der Bogen hier, ne? Aber er ist auch verflucht teuer zu reparieren. Wenn ich es andersrum drehe, wie jemand vorgeschlagen hat, ist es immer noch zu teuer. Ja. Moment mal, wie war das? Ich hatte doch einen normalen Bogen getestet und da ging es. Das ist Bogenstärke 1, Bogenstärke 1. Habe ich nicht beim. Normalerweise lagere ich so. Morgen! Beutewaffen beim Schmied. Ja, okay, die. Hier haben wir nichts, aber hier könnte ich mir schnell einen Bogen, einen normalen machen. Denn mir war so, als würde das für eine Reparatur von der Erfahrung her günstiger sein, wenn ich das mit einem normalen Bogen mache, als mit einem, der schon enchanted ist. Ja, schauen wir mal nach, machen wir gleich mal die Probe aufs Exempel. Dafür sind wir ja hier. So, zack. Der Bogen da rein, der Bogen da rein. Macht aber noch zu teuer. Okay. Na gut, ich habe den Bogen inzwischen auch noch weiter abgenutzt. Also ich fürchte, der wird irreparabel sein. Ja, muss ich mal gucken, dass und wie ich mich da wieder umstelle. So, hier haben wir normalen Sandstein. Dann parat. Zum Bauen. Sandsteinstufen, die werden wir auch noch brauchen, sicherlich. Da werden wir uns noch welche machen. Sandsteinstufen und Sandsteintreppen. Dann werden wir sehen, dass und ob ich das da mit der Sphinx hinkriege. So, so. Haben wir erstmal von allem ein bisschen etwas dabei. No. Und dann. Jawohl. Schauen wir mal. Die Hühner legen hier auch schon fleißig Eier. Ja, siehst du, ich könnte hier tatsächlich ein Feld dann für Karotten umstellen. Eins auf Kartoffeln wäre überhaupt kein Problem. No. Statt Melonen dann hier auch mehr Kürbisse ernten, weil wir jetzt oder Pflanzen anbauen, weil wir jetzt natürlich mehr mit den Kürbissen anfangen können durch die Kürbiskuchen. Aber soweit sieht das hier ja doch schon mal alles erfreulich gut aus. Na, ihr Pickeldies, wie geht's euch? Grunzi, Grunzi, alles okay. Ja, schon alleine für euch brauche ich hier Möhren, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir wieder auf Monsterjagd gehen. Schubidu, zack, hier auch der doppelte Ausgang. Jawohl, damit die Zombies hier nicht an die Stadttore klopfen. Und Pingel die, okay. Söderle, ich gönne mir mal ein kurzes Päuschen. Zack, zack, na komm schon, schwuppdiwupp. Und bin dann gleich wieder für euch da. Söderle, weiter geht's. Mann, Mann, Mann. Gerade gesehen, ich habe schon eine Dreiviertelstunde verquasselt. Ja, so schnell kann es gehen. Aber ich will einfach mal. Nehmen wir hier normalen Sandstein oder glatten Sandstein? Nehmen wir glatten Sandstein. zumindest die Sphinx schon mal anfangen. Wobei einige auch, glaube ich, sagen, es heißt der Sphinx. Müsste man nochmal genau nachgucken. Weil dieses Fabelwesen also männlich gewesen sein soll, behaupten jedenfalls einige. Oder habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelesen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß aber, dass es beide Bezeichnungen gibt. Also üblich, sprich von den Leuten, die meistens keine Ahnung haben, so wie ich, ist es zu sagen, die Sphinx und wer Ahnung hat, sagt wohl der Sphinx. Glaube ich jedenfalls. Müsste man mal bei Wikipedia nachschlagen.
jedenfalls kriegt die erstmal hier ihre Vorderpfoten hin. Wie wir die nach vorne abrunden, weiß ich allerdings auch noch nicht. So, dann müssen wir hier noch jedenfalls ein bisschen verlängern und zack, zack, hier Treppe ran. Das war so einen pfotenähnlichen Eindruck hier. Oh, Moment mal, das ist ja glatter, jawohl. Ja, hier hat man für die Details quasi dann kleinere Steine genommen und zack, zack, so. Ja, wie gesagt, ob nun der Sphinx oder die Sphinx, dieses Fabelwesen will ich hier, und jetzt habe ich natürlich keinen Sand dabei, um hier weiter aufzuschütten. soll aber auch nicht weiter stören, weil Sand gibt es ja hier genug. No, obwohl ich den eigentlich auch dann... Hey, bin ich etwa... Jawohl. Komm, hier, wir brauchen schon Spinnenfäden. So, Söderle, und dann kommen hier... So. Dann machen wir das so. Damit sollten wir die Vorderpfoten hier schon mal recht gut hinkriegen. Die wahrscheinlich nicht allzu lang sind, weil vielleicht muss ich die nachher noch ein bisschen nach vorne verlängern. Schauen wir mal. Denn hier sollte dann eigentlich schon der Körper der Sphinx oder des Sphinx anfangen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Oh. So ungefähr. Dachte ich mich das. Zack, zack. Und hier. Ja, und daraus aus der Pfotengröße hier. Ja, sitzt richtig rum die Treppe. Sollte sich dann so ungefähr auch das Größenverhältnis später für die Sphinx ergeben. Ja, ich denke, das sieht soweit erstmal ganz gut aus, so als Vorderpfoten, als mächtige Vorderpranken. Und zwischen diesen Pranken kauert dann das Portal. Ja. Ich denke mal, das wird was. Ich werde mich da einfach noch weiter an die Arbeit machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.